Und auch nach dem Tage des Weltuntergangs gab es immer noch Tobis LPs. Ja, seid mir gegrüßt, wir sind wieder da bei Pokémon Nuzlocke. Nach der letzten Folge, in dem unser ganzes Team draufgegangen ist, habe ich ja die Trainingsmontage gemacht, also einfach ein Level-Video, wie in den guten alten Zeiten quasi. Mit einer Musik drunter gelegt, eine Copyright rein. Und ich habe mir 4 Pokémon erstmal ausgesucht, die jetzt unser Team bilden, unser Kampfteam. Und dann Josephine als VM-Sklaven für Stärke zerschneiderte Trümmerer. Weil ja unsere VM-Sklaven auch abhanden gekommen ist. Und ja, das ist quasi das Team, was ich zusammengekratzt habe aus unserem PC. Es ist nicht gerade eindrucksvoll, vor allem weil wir einen fucking Taubs, die Tauboga spielen müssen. Wir hatten auch noch Sichlorine drinne, da dachte ich, hey, das ist ja vielleicht gar keine schlechte Idee. So Sherox ist eigentlich ein cooles Pokémon, es war nicht so gut in der Generation, aber ist ja, man kann es ja benutzen. Stellt sich raus, ich weiß nicht, ob ich da lachen oder heulen soll, stellt sich raus, dass wir einen Metallmantel ja brauchen, um Sherox zu entwickeln. Und den Metallmantel bekommt man erst nach der Top 4. Also findet man einen. Man kann natürlich Magnetilos fangen, bis man schwarz wird, weil wilde Magnetilos mit einer Chance von 8% den Metallmantel tragen können. Beziehungsweise man kann ja mit so Diebesattacken da arbeiten, da haben wir erstens nicht. Zweitens, weiß ich nicht, wie die Regelung bei einem Nuzlocke da wäre eigentlich, wenn man einfach nur die Pokémon fangen, nicht um sie zu dingen, sondern um ihre Items zu looten. Würde mich mal interessieren. Ich mache die Regeln ja eigentlich für das Nuzlocke. Also könnte ich einfach sagen, es ist legit. Oder legit. Oder legide. Das ist einfach regelkonform. Aber ich weiß nicht, kein Fan. Ihr könnt mir ja gerne sagen, was ihr davon halten würdet. Ob das legit wäre in einem Nuzlocke, so vom Spirit her. Heute ist Käferfang-Contest, ne? Es ist übrigens, ja stimmt, ich mach doch immer, es ist wie immer Donnerstag, Mittag rum. Und was haben wir vor? Erstmal werden wir uns an dem Gyarados-Typen rächen gehen. Das ist die erste Amtshandlung. Und dann machen wir endlich weiter in Anemonia City. Und werden uns wahrscheinlich der Arena widmen in der Session, weil in Anemonia selber gibt es nicht so viel zu tun. Das ist, die Sache. So, ja, was gibt's noch zu erzählen? Level-Video so medium gut angekommen. Weiß nicht warum. Da war irgendwie instant jemand da, der es disliked hat. Die letzte Folge auch. Vielleicht habe ich jetzt auch einen Hater. Würde ich auch irgendwie lustig finden. Wenn du dieses Video guckst, fick dich ins Knie, du Arschgesicht. Du Kotnascher, du. Ja, Anemonia City quasi. Was natürlich jetzt komplett über den Haufen geworfen wurde, ist diese ganze Planung, die ich mal hatte, ne? Von wegen, das Pokémon setzen wir für die Arena ein, dafür brauchen wir so einen Move und vielleicht bräuchte man mal noch einen Wasserstein, um unser Quapuzzi zu entwickeln. Das hat sich jetzt geändert in, wir brauchen einen Feuerstein, um unser Vulcano zu entwickeln. Da kann ich aber mal, stimmt, das könnte ich mal kurz nebenbei machen, ob es einen Feuerstein eigentlich zu finden gibt. Das Problem am Wasserstein ist, man findet keinen. Also es gibt von den Steinen ab und an mal einen so in einem Dungeon oder so. Aber der Wasserstein hat überhaupt keine Appearance quasi. Mal gucken, ob es vielleicht einen Feuerstein zu finden gibt. Ich bezweifle es ehrlich gesagt. Müsst ihr jetzt durch. Ich kann ja so lange ein bisschen weiterlaufen. Nee, es steht nur wieder da bis Großvater. Was quasi Postgame, also dann Kanto-Content ist, das ja nach der Top 4 erst kommt. Also müssen wir mal hoffen. Es gibt natürlich auch einen Trick, den man machen kann.
der jetzt eigentlich nicht so schwer für uns anzuwenden wäre. Wollen wir den machen? Es ist einfach, alle Nummern aus dem Handy zu löschen, die uns nicht Steine geben. So dass wir natürlich, wenn wir angerufen werden, immer halt einen Call bekommen von jemandem, der uns potenziell was gibt. Was machen? Ich glaube, ich meine, die Rematches. Nee, ich wollte ihn nicht anrufen, Entschuldigung. Scheiß Nepomuk, ey. Rosemarie Amadeus Gudrun. Aber wer hatte jetzt die anderen Steine? Moment, wir können sie ja anrufen. Hallo, Erich hier. Wow, Tobi. Wie geht es dir? Was machst du gerade? Wo bist du? Wie viele Orden hast du jetzt? Wie viel Geld hast du gespart? Wie geht es deiner Mama? Hast du viele Pokémon? Scheint morgen die Sonne. Ich hasse es, bei dir auflegen zu müssen bis später. Ne, okay, der Erich ist es schon mal nicht. Was? Das war einfach so ein random Dude. Holger? Man kann die anrufen und dann sagen die halt, nee, ich habe noch nichts wieder für dich. Tobi, oder? Ich habe noch nichts gefunden. Genau, also der wird der Typ seiner Feuersteine, glaube ich, ausgibt. Und Bodo, der Camper? Ja, hier spricht, wenn das nicht Tobi ist. Ich spare schon für die nächsten Angebote. Ach, das ist der Typ mit dem Sale. Ja, den können wir auch löschen. Wir haben ja gesehen, da gibt es nichts Interessantes. So. Jetzt haben wir nur noch die, die uns Sachen geben. Das heißt, es ist wahrscheinlicher, wenn wir einen Call kriegen, dass es halt die sind. Und vielleicht triggert auch das, der Fall, dass sie uns was geben können. Ich meine, wir haben inzwischen schon 2 Donnersteine bekommen. Es muss doch auch mal sein, dass die anderen was springen lassen. Kann ja nicht sein, dass wir immer nur von dieser Göre die Dingenssteine bekommen. Warum ist Dr. Lehmann vorne, wenn es auf eine Wasserroute geht? Mach mal Biss. Wie viel macht das an so einem Tentara? Ja, schräg zurück. Machen wir mal Bodycheck. Irgendwie hat mein Gamepad heute mal wieder ein Problem mit der Connection. Oh, Volltreffer. Not bad. Ist immer so eine Sache, in einem Nuzlocke eine Attacke mit Recoil-Schaden, mit Rückstoß zu benutzen. Wir nehmen natürlich Tilobite nach vorne. Denn Tilobite wird die Garados einfach mal vernichten, weil Garados Wasserflug ist und wir mit einer Elektroattacke dem natürlich gut beikommen. Deswegen habe ich mich für Tilobite entschieden. Und ihr solltet auch. Tilobite for President. Leider hat er nichts Besseres als Donnerschock. Oh Gott. Als Donnerschock. Und ich glaube, Donnerblitz ist auch gar nicht mehr in der Learn-Base von Magnetilo drin. Das heißt, wir müssten bis nach dem Postgame warten, bis er irgendwie Donnerblitz bekommt. Ich habe auch noch was ich nicht gezeigt hatte, im Video ein bisschen im Casino rumgespielt quasi, um zu gucken, wie schnell ich dort ein paar Münzen mit diesem Card-Flip-Game bekommen kann. Wir haben ein bisschen was plus gemacht, aber es hat viel zu lange gedauert. Wenn wir uns zum Beispiel einen Donner-TM oder sowas holen wollen würden, dass wir ein bisschen was Kräftigeres haben für Magnetilo, ist leider nicht so einfach. Aber ich meine, Donnershock, wenn wir es gegen die richtigen Gegner einsetzen, macht schon gut Schaden. So, Wasserflugsachen wie Garados und dass das nicht normal passiert, dass wir komplett an einem Garados wipen, habe ich jetzt Tilobite halt aufgezogen. Ja, das steuert sich gerade schon wieder ziemlich hakelig, weil immer mein Dingens immer aus disconnected quasi. Oder halt in einer fragwürdigen Connection Range ist. Dabei sitze ich genau davor und zeige mit dem Ding auf den Empfänger quasi. Weiß nicht. Manchmal geht's einem schon auf den Sack. Das ist halt die Frage, wenn das Ding mal zu Bruch geht, ob ich mir nochmal einen Kabellosen hole. Oder wieder auf einen mit Kabel umsteige, wobei ich ja wieder mal erzählen muss, das erzähle ich auch gefühlt jede zweite Session, dass meine ersten 3 Gamepads für den Rechner an Kabelbruch alle kaputt gegangen sind. So, mit die schon? Ich habe tief aus dem Inneren der Strudel in seinen Brüllen gehört. So, der war doch irgendwo hier, der Trainer des Todes, ne? Du bist das, ne?
Komm her, jetzt geht's los. Get over here. Hier gibt es hohe Wellen. Das macht dich schnell müde. Wenn jetzt nochmal der Team Wipe kommt. Nee, diesmal sind wir erstens voll aufgeladen. Wir wissen, was er hat. Und wir sind besser gerüstet, was Typeffekte, also Effektivität angeht mit Donnerschock. Ich würde sagen, ein Donnerschock müsste auch dicke reichen halt. Yep. Easy as that. Da gehen die Garadosse down. Und die geben halt auch super XP. 916. Not bad. Auf jeden Fall besser zum Leveln als das, was ich halt gemacht habe im Dingens-Video. Oh je. Oh je, habe ich gesessen. Nee, eigentlich habe ich ja nicht so lange gesessen. Nee, ich habe ja mit Turbo gespielt, habt ihr ja gesehen im Video. Und es hat ja nur eine Stunde und zerquetschte gedauert. Es ist trotzdem anstrengend gewesen quasi. Nicht nur wegen dem Shit, dass wir das alte Team verloren haben und der mentalen Pein, sondern auch dadurch, dass wir mitunter ganz schöne Graupen trainiert haben, wie Taubsi und Radfratz. Und die ewig nichts gewone-shottet haben. Ich bin besiegt. Jupp. Hat mir jetzt eigentlich inzwischen alles. Ein Sonnenbrand ist sehr schlecht für die Haut. Aber ich benutze keine Sonnencreme. Ich möchte. Ach so, die hatten wir auch schon. Wir waren ja einmal drumherum komplett um die Strudelinseln und dann einmal auf jeder Richtung durch, ne? Du? Ein Geheimnis der Strudelinseln. Es ist Kohlrabenschwarz drin. Ja. Gut, das heißt, wir können jetzt zu Anemonia fortfahren. Und uns unseren Geschäften dort widmen. Als wäre nichts passiert. Was ich mir jetzt natürlich noch überlegen muss, ist, was wir als letzte zwei Kampfmitglieder eigentlich trainieren wollen, beziehungsweise wenigstens noch ein weiteres Kampfmitglied. Weiß immer noch nicht, vielleicht doch noch das Sichlor zu Sherox, aber da müsste ich halt. Es kostet halt enorme Ressourcen. Ist mir auch in den Sinn. Weniger. Also mein Problem ist tatsächlich weniger, dass wir keine Pokémon fangen dürfen, sonst im Nuzlocke, weil wir ja eigentlich nur das Item wollen, nicht das Pokémon, und die anderen lasse ich dann instant wieder frei. Das Problem ist auch, dass wir haben durch unseren Lose letztens jede Menge Geld verloren auch, und wir haben einfach nicht so viel Kohle, um quasi eine 8% Wahrscheinlichkeit auszunutzen, was Pokébälle angeht. Hast du schon den Pokémaniac getroffen? Er gibt immer mit seinen seltenen Pokémon an. Bill? Die Trainer in der Pokémon-Arena sind richtige Schlägertypen. Wenn ich dort rumstehe, schnappen sie mich. Ein Tipp, der Leiter setzt gerne Kampf-Pokémon ein. Du solltest ihn mit Psycho-Pokémon überraschen. Besiege seine Pokémon, bevor sie ihre Kraft einsetzen können. Und die Felsen in der Mitte der Pokémon-Arena? Räume sie aus dem Weg, denn sonst wirst du den Arena-Leiter nie erreichen. Hast du dich verschoben? Verlass die Pokémon-Arena. Ach, das ist der Champion Spee. Der wird aufgerieben in der Arena, oder was? Aber ich denke, das sind Kampfsportler und keine Schläger. Ich liebe es, mit einem trainierten Pokémon anzugeben. Du etwa nicht? Ich werde einige Kämpfe bestreiten und mit meinem Pokémon anzugeben. Ja, ich meine, mit meinem alten Team hätte ich ein bisschen mehr angeben können. Als mit meinem neuen Team, aber irgendwie werden wir schon durchkommen. Achso, was wurde jetzt... Achso, was die letzten Team-Slots angehen. Entweder... Sherox, das Problem, ich weiß nicht, woher ich das ganze Geld nehmen soll. Für Pokebälle und Kram. Hartwig, der Arenaleiter steigt gerne mit seinen Pokémon in den Ring. Ich hatte vielleicht die Idee noch, dass wenn wir Glück haben im Eispfad, es gibt ja noch diese Eishöhle, dass wir vielleicht dort ein Eis-Pokémon fangen können. Denn das wäre nicht schlecht zu haben gegen... für die Top 4 halt. Gegen, wie heißt er, Siegfried und seine Dragorans. Setzt du Fliegen ein, kannst du direkt von hier aus nach Oliviana City reisen. Mhm. Fliegen bekommen wir halt hier. Die Felsen nördlich der Stadt können zerschmettert werden. Vielleicht findest du etwas unter ihnen. Deine Pokémon können Zertrümmerer einsetzen, um sie aus dem Weg zu räumen. Genau. Das werden wir auch machen, denn da können wir uns ein Pokémon empfangen. Ein Potrot zum Beispiel.
Ach nee, kriegen wir hier nicht einen Potrot geschenkt. Und hier ist übrigens Suicune. Kleiner Encounter, der, glaube ich, kristallspezifisch ist. Und da ist wieder Yuzin. Yo, Tobi, war das eben Suicune? Ich habe nur einen Blick riskiert, aber ich dachte, ich hätte Suicune auf den Wellen rennen sehen. So schön und fabelhaft. Und es rennt durch Städte und Straßen mit wahnsinniger Geschwindigkeit. Es ist wundervoll. Ich möchte Suicune von Namen sehen. Ich habe mich entschieden. Ich kämpfe wie ein Trainer, um mir Suicunes Respekt zu verdienen. Auf, Tobi, lass uns kämpfen. Okay, daran habe ich jetzt nicht gedacht, dass wir einen Kampf mit ihm machen müssen. Ja, bin mal gespannt. Yuzin, Mystiker Yuzin. Mit seinem Traumato. Gut, was machen wir denn gegen Traumato? Wir haben eine Unlichtattacke dabei. Nämlich Biss. Biss von Dr. Lehmann. Das kann nur gut werden. Das ist natürlich erstmal ein Hit. Hypnose. Och. Schläft tief. Traumfresser wird immer geiler. Traum gefressen. Man, wenn der Traum gefressen wird, sollte man eigentlich aufwachen, oder? Ja, mach's nochmal. Komm, Lehmann. Doktor, du Doktor, du. Nee, müssen wieder rauswechseln. Das funktioniert so nicht. Machen wir mal Vogelgirl rein. Aber, ehrlich gesagt, ich weiß nicht so richtig, was ich mit unserem neuen Team anfangen soll. Ich meine, so. Ne, wir haben Elektro, Feuer, Wasser. Das ist ja klar, wie wir die verwenden, aber. Aber Vogelgirl mit Flug. Ist gut gegen Kampf, also das ist auch ein Grund, warum... Oh Gott, damn it. Warum ich es jetzt dabei habe, ist, dass es in der Arena vielleicht einen guten Job macht. Hoffe ich. Alter, ist das ein Bullcrap hier. Yuzin, was soll denn das? Müsste jedes unserer Pokémon einschläfern. Und dann heilt er sich halt auch wieder voll, ne? Wir müssen gleich schon wieder auswechseln, ne? Zum nächsten Kackviech, das in 5 Jahren nicht one-hittet. Nee, ach. Diesel Air! Die anderen kriegen es nicht hin. Vor allem hat er ja noch mehr Pokémon, ey. Ja, Traumfresser. Für den Arsch, komm. Machen Surfer und hoffen, dass das ein One-Hit-KO ist. Was es nicht sein wird. Weil Traumato viel zu bulky ist. Nope. Gott sei Dank hat er verfehlt endlich mal. Kann ja nicht sein, dass er 3 Hypnosen hintereinander trifft. Das wäre wieder mein Luck. So, Traumato besiegt. Und jetzt teilen wir uns die kümmerlichen Erfahrungspunkte auf 4 Leute auf, oder was? Klasse. Apollo. Uff, haben wir auch nicht wirklich irgendwas Nennenswertes. Dagegen Psycho halt wäre gut, aber Psycho, ne, wo wollen wir das denn hernehmen? Wir haben ja unsere ganzen Psycho-Pokémon schon eingebüßt. Klasse. Gut, dass es in der Edition keinen Geist-Top 4 gibt. Gegen den würden wir wahrscheinlich alt aussehen. Tatsächlich in vielen anderen Generationen. Erste, dritte, vierte, weiß ich gerade nicht, glaub nicht, aber fünfte dann wieder, sechste auch. So. Elektrum, das habe ich nicht aufgepasst. Das ist natürlich keine gute Idee. Aber es hat Walzer. Ich glaube, das Problem an Voltoball und Elektroball sind, dass sie natürlich von Natur aus keine sinnvollen, also keine besonders guten Elektroattacken lernen. Deswegen können wir Giesel Air auch drinnen lassen. Außerdem ist Giesel Air eigentlich ziemlich defensiv. Deswegen würde er auch von irgendwie einem Donnerblitz oder was nicht gewonnen-shottet werden. Weil Elektroball ist zwar schnell, hat aber nicht so einen guten Angriffswert. Aber gibt wenigstens gute Erfahrung. Ich hasse es, das zuzugeben. Aber du hast gewonnen, Yuzin.
Bist du Wahnsinn, Tobi? Darum sind dir Pokémon so zugetan. Jetzt weiß ich's. Ich werde weiter nach Sunny suchen. Ich bin sicher, dass ich ihm eines Tages begegne. Richtig. Weiß nicht, ob das schon die letzte Appearance von Yuzin war. Oh, Amadeus. Amadeus, Amadeus. Ein perfekter Tag. Ich fand etwas Kleines am Ufer. Jetzt? Nee. 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 Wir kriegen den Wasserstein, wenn wir ihn nicht mehr brauchen. Es ist ein Witz. Ich glaube, ich muss mich erstmal beruhigen. Ich werde mir holen gehen zwischen den Folgen. Das werde ich nicht zeigen. Wir müssen ja schließlich backtracken und haben immer noch kein Fliegen. Ich sehe alles, ich weiß alles. Gewiss kenne ich deine Pokémon. Tilobite? Was? Du trafst Tilobite hier. Route 39. Die Tageszeit war Vormittag. Sein Level war 16. Bin gut, oder? Übrigens, es scheint gewachsen zu sein. Tilobite wird immer selbstbewusster. Ach so, ich glaube, das ist ein Freundschaftsprüfer. Ah. Irgendwo muss das ja angefangen haben. Da wissen wir, Poke-Orakel voraus. Aber es wird natürlich als Poke-Orakel und Shit aufgezogen. In anderen Spielen ist es dann nur noch ein random NPC, der irgendwo in der Ecke von einem Poke-Center steht. Fotostudio von Anemonia City. Machen Sie einen Schnappschuss zur Erinnerung. Das ist wieder so eine Printer-Sache. Deine Pokémon sind großartig. Wie wär's mit einem Foto als Souvenir, ja? Okay, und jetzt sag, please, welches Pokémon soll ich fotografieren? Okay, beweg dich nicht. Ja, lass mal das mal. Kein Foto, schau mal wieder vorbei. Das ist halt was mit diesem komischen Pokémon-Printer zu tun, über den schon mal im Nationalpark geredet wurde. Wenn ihr euch daran erinnert. Hartwig, achso, die hatten wir schon mal, ne? Diese ganzen kleinen Häuser hier, ey, sind viel zu viele und viel zu verwirrend. Du kommst von Oblivianer City, hast du auf dem Weg hierher die vier Inseln gesehen? Ich habe gehört, dass sich dort ein mythisches Wesen verstecken soll. Wie viele NPCs ist es eigentlich, der jetzt irgendwas von Lugia erzählt hier? Ich höre, dass die Strudel um die Inseln von Meereskreaturen verursacht werden. Es könnte eine Spezialattacke bedürfen, um sie zu passieren. Man sagt auch, dass man es nur sehen kann, wenn man einen Silberflügel hat. Es muss denselben Geruch wie diese Kreatur haben. Also auf den Geruch kommt's an? Stimmt, jetzt mal, warum braucht man den Silberflügel, um zu Dingens vorgelassen zu werden, zu Lugia? Na gut, am Geruch, ne? Ich bin schockiert. Ein Junge in deinem Alter mit stechenden Augen und langen Haaren kam hier rein. Er hat mich gezwungen, ihm meine preisgekrönten Pokémon zu geben. Ich habe zwar noch eins übrig, aber was soll ich tun, wenn er zurückkommt? Du siehst stark aus. Würdest du auf mein Pokémon aufpassen? Ja. Oh, ich danke dir. Bitte pass gut darauf auf. Tobi erhält ein Pokémon. Und das ist Modri. Das Podrot. OT Gabriel. Das Problem ist, ich hätte das Podrot gern behalten. Ich hätte es wahrscheinlich nicht verwendet, aber ich habe ja gesagt, wir dürfen nur Pokémon benutzen, die nachher immer noch unseren OT haben. Und Modri hat das leider nicht, ne? Oh, ich danke dir. Bitte pass gut darauf auf. Also, wir bekommen das jetzt einfach, oder was? Ich dachte, wir könnten sie ihm wieder zurückgeben. Ich werde es mal ablegen. In der Box. Ich würde es jetzt aber auch nicht zählen, als Pokémon, das wir in Anemonia City bekommen haben. Können wir hoffen, wenn wir dann zur Trümmerer auf die Steine machen und dass wir vielleicht selber einen Potrot kriegen. Aber Potrot hat nur eine geringe Wahrscheinlichkeit. Wir werden wahrscheinlich eher einen Krabi bekommen. Das sind so die zwei Pokémon, die es ja hauptsächlich unter den Steinen gibt in diesen Küstengebieten. Potrot und Dingenskirchen. Krabi. Genau. Dein Pokémon scheint es gut zu gehen. Bedrückt dich etwas? Dem Pokémon von Leuchtturm geht es nicht gut. Ich hab's. Das sollte das Problem lösen. So, da haben wir schon den Geheimtrank bekommen. Das sieht jetzt nicht gerade aus wie eine Apotheke hier. Mein Geheimtrank ist sehr stark. Ich biete ihn nur in Notfällen an. Achso, hier ist ein Schild daneben, wo bestimmt Apotheke draufsteht, ne? 500 Jahre voller Tradition. Eine Apotheke von Anemonia City. Gerne erwarten wir Ihre medizinischen Fragen. Voll medizinisch die Frage. Ich meine, wir haben nicht irgendwie ein Krankenbild oder was.
machen müssen oder irgendwie eine Akte, eine Krankenakte zu ihm bringen. Oder mit einem Rezept zu ihm kommen müssen, sondern... Ah ja, ich glaub dir. Hier, nimm diesen Geheimtrank. Du hast das Meer überquert, um hierher zu kommen. Das war sicher nicht einfach. Es wäre viel einfacher, wenn deine Pokémon Fliegen einsetzen könnten. Ohne den Orden dieser Stadt ist Fliegen nutzlos. Wenn du den Arenaleiter geschlagen hast, besuche mich wieder. Ich werde dir dann ein Geschenk überreichen. Also Fliegen, logischerweise, ne? Hartwig, ja, das ist die Arena hier drüben. Haben wir jetzt alle Häuser? Ich glaube, wir sollten alle haben. Dann würde ich sagen, machen wir noch einen Stein kaputt. Mit Zertrümmerer. Und gucken, was wir bekommen. Krabi oder Portrott. Dieser Fels sieht zerbrechlich aus. Ja. Kein Encounter. Ich hätte ja lieber das Portrott als das Krabi. Weil wir haben ja immer noch das Mantax. Das Krabi geworden. Ja, ach, unser halbes Team schläft ja noch. So ein Shit. Portrott ist halt nicht besonders gut im Kampf. Das ist das Problem mit Portrott. Wahrscheinlich könnten wir uns mit Portrott durch das Spiel schießen, aber habe ich da Bock drauf? Ich glaube nicht, ne? Was wollte ich sagen? Krabi, ach ja, wir haben immer noch einen Mantax als Ersatzwasser-Pokémon in der Box, falls uns Wiesel eher mal abhanden kommt. Deswegen, wir brauchen nicht so viel mehr Wasser-Pokémon, aber wir werden noch eine ganze Menge wahrscheinlich einsacken dürfen. Na je. Ist alles nicht so ideal. Aber hey, wir sehen das Positive in der ganzen Geschichte. Wir gucken nach vorne. Na, haben wir nicht schon in Eugene? Oder war das wieder in meinem Pokémon Rot? Wo ich Krabi Eugene genannt habe, natürlich. Findet es keine Nahrung, verschluckt es einen Maul voll Sand und filtert die Nährstoffe raus. Seit wann sind Nährstoffe in Sand? Also das verstehe ich halt nicht, ne? So, Eugene. Ende. So, dann würde ich sagen, war es das erstmal für die Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten wieder. Ich werde jetzt offscreen nochmal backtracken, um den Stein einzusammeln. Und ja, wir sehen uns dann wieder auf der Insel. Vielleicht habe ich noch ein paar Level gut gemacht an meinem Backtracken bis dorthin. Also, macht's gut. Bis zur nächsten Folge der Session. Tschö. Tobi over and out natürlich. Haha.